Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer in Deutschland, in Österreich und der Schweiz. Wir freuen uns, dass Sie wieder mit dabei sind bei einer neuen Folge von Erlebt TV, einer Sendung von CBN. Ja, jeder von uns kennt es vermutlich. Man ist irgendwo der einzige Neue und kennt niemanden. Und dieses unangenehme Empfinden des Nicht-Dazugehörens oder gar des Beobachtetwerdens stellt sich dann ein. Man ist irgendwie gehemmt und fühlt sich nicht wohl. Das ist zwar unangenehm, aber trotzdem eine ganz normale Erfahrung. Etwas anderes ist es, wenn jemand permanent mit solchen Gefühlen zu kämpfen hat und das ganze Leben davon beeinträchtigt wird. Unser Thema: Ich fühlte mich als Außenseiter. Drei Menschen werden heute davon erzählen, wie sie lange Zeit unter dem Gefühl litten, anders zu sein und nicht dazuzugehören. Wir beginnen mit Dan Koblitz aus den USA. Dan Koblitz ist erfolgreicher Anwalt, Führungskraft, Ehemann, werdender Vater und hat zwei Abschlüsse der Regent-Universität. Kaum vorstellbar, dass es Dan sein Leben lang an Selbstvertrauen, Lebenssinn und Zukunftshoffnung gemangelt hatte. Zu wissen, wer ich einmal war, kaum Selbstvertrauen, kein Gedanke, ich könnte es zu was bringen oder heiraten. Der zu sein, der ich heute bin, ist ein Wunder. Dan wuchs mit schwerem Stottern auf. Jahrelang war er Spott und Mobbing ausgesetzt. Das zerstörte sein Selbstbewusstsein und er entwickelte eine lähmende Angst, öffentlich zu sprechen. Die Scham und Angst, die damit verbunden sind, die Unfähigkeit zu tun, was man möchte. Eine Sprachtherapie half Dan, das Stottern größtenteils loszuwerden. Schulisch wurde er besser und qualifizierte sich in der Highschool sogar für die National Honor Society. Doch seine Angst, öffentlich zu sprechen, besiegte er nicht. Weil er in einem Kurs vor anderen reden musste, brach er das College ab. Er zog wieder nach Hause und arbeitete in einer Fabrik. Trost fand er im Alkohol. Mein Leben war nicht gut. Bei mir war gar nichts gut. Ich mochte nicht, wer ich war. Ich nahm praktisch zu niemandem Augenkontakt auf. Ich konnte mich selbst kaum im Spiegel ansehen. Ich hasste mein Leben wirklich. Dann schließlich mit 30. Ich dachte über mein Leben nach und wusste, diese Person will ich nicht mehr sein. Wieder arbeitete er mit einer Sprachtherapeutin. Sie war Christin und ihre Ermutigung und ihr Einfluss führten dazu, dass Dan wieder aufs College ging und sich dort einer Bibelgruppe anschloss. Von da an widmete ich Jesus mein Leben. Und Gott gab mir Mut in so vielen Dingen. Er öffnete mir die Augen für eine andere Art zu leben, für ein anderes Leben. Ich spürte, dass Gott für mich einen Plan hatte. Es gab mehr für mich. Das hat mich enorm verändert. Ich hatte Hoffnung, blickte nach vorn, verließ meine Komfortzone, probierte Dinge aus, die ich niemals für möglich gehalten hätte. Nach einem Bachelorabschluss in Politologie schrieb Dan sich für den kombinierten Masterstudiengang Theologie und Jura an der Regent-Universität ein. Es ging darum, mit christlichem Blick auf Jura zu schauen. Ich wollte wissen, wie all das zusammenhängt, mein Glaube und das Recht. Dort lernte ich es. Im zweiten Jahr war sich Dan sicher, dass er an der Uni für mehr war als nur für christliche Bildung. Er war dort, um von Gott zu hören. Gott sagte mir, ich sei geliebt, er wäre bei mir, ich sei perfekt in seinen Augen. Das war die tollste Erfahrung meines Lebens. Rückblickend weiß ich, erst als ich mich selbst annahm und liebte, weil Jesus mich liebte, konnte ich andere lieben. Das war der Wendepunkt. Dans Glaube und sein Vertrauen in Gott vertieften sich. Mit Hilfe von Professoren und Kommilitonen entwickelte er Ziele und die Zuversicht, diese auch zu verfolgen. Ich lernte, auf mein Inneres zu hören und mit Christus auf eine Art zu wachsen, die ich nicht kannte. Ich fand Frieden darin, wer ich war. Viele Menschen glaubten an mich. Und auch ich glaubte mehr an mich und daran, dass ich all diese Dinge tun konnte. Dan hat sein Stottern meist unter Kontrolle, nur manchmal ist es noch zu hören. Auch damit hat Dan Frieden geschlossen. Jesus hat die belastenden Folgen meines Stotterns verschwinden lassen. Ich werde wohl niemals komplett flüssig sprechen, aber das ist okay.
Jesus liebt uns, wie wir sind. Daniel C. Koblet. Seit seinem Masterabschluss in Theologie und seinem Doktor in Jura leitet Dan eine erfolgreiche Kanzlei. Er ist dabei, mit seiner Frau Kiona eine Familie zu gründen. Die beiden vertrauen sich Gott an und staunen, was sich bisher getan hat. Ich habe eine schöne Frau, eine wunderbare Frau. Ein Kind ist unterwegs. Es ist erstaunlich, was Gott tun kann. Es gibt keine Grenzen, wirklich. Es gibt keine Grenzen. Ich schließe nichts mehr aus. Gott hat Dinge in meinem Leben ermöglicht, an die ich nie geglaubt hätte. Und die Regent-Universität hat mir auf dem Weg geholfen. Dan hat nach wie vor Probleme mit dem Stottern. Doch als Außenseiter fühlt er sich deswegen heute nicht mehr. Als nächstes kommt Svetlana zu Wort. Auch sie hat lange Zeit gedacht, mit ihr würde etwas nicht stimmen. Ich wollte mir ja beweisen, dass jemand mich liebt und dass ich wertvoll bin. Und habe mir aber irgendwie so wie das Gegenteil bewiesen. Und dadurch, dass ich so verletzt wurde in dieser Beziehung, dann bin ich wirklich in eine ganz, ganz, ganz tiefe Depression gestürzt. Svetlana ist 15 Jahre alt, als sie mit ihrer Familie aus Kasachstan nach Deutschland auswandert. Sie ist pflichtbewusst, brav und zielstrebig. Durch gute Noten und fleißiges Lernen möchte sie bei ihren Mitschülern ankommen. Dann hat sich das bei mir so herauskristallisiert, dass ich durch die Leistung diese Anerkennung und Liebe verdienen muss. Also dass es halt nicht umsonst ist, ich muss das irgendwie mir erarbeiten quasi. Svetlana hat schulischen Erfolg, jedoch kaum Freunde. Auch als Jugendliche fehlt es ihr an Selbstbewusstsein und sie sehnt sich nach Anerkennung. Ich habe mich dann immer mehr gefragt, was stimmt mit mir nicht, warum mag mich keiner? Bin ich die Hässlichste auf der Welt, warum kann mich keiner lieben? Und man muss sagen, da wo ich herkomme, da ist es sehr früh, dass man Familie gründet zum Beispiel. Dann ist es nicht so, dass man bis 30 zusammenlebt und dann irgendwann mal heiratet vielleicht. Da ist eher so, dass mit 18 Familien gegründet werden. Und dann kam halt auch dieser Druck von den Verwandten, die immer nachgefragt haben, ja, hat sie immer noch keinen Freund, ist immer noch alleine. Und von den Eltern, das ist ja auch nicht irgendwie nicht normal, du bist schon so alt und hast immer noch keinen Freund. Mit 19 stellt sie fest, dass erfolgreiche Menschen sich auf eine besondere Art präsentieren. Dies möchte auch sie. Sie zeigt sich freizügig, entdeckt das Nachtleben und findet so mit 22 ihren ersten Freund. Diese Beziehung dann mit diesem ersten Freund, die ging dann auch sehr schmerzhaft auseinander. Und zwar hat er mich betrogen, verlassen. Also erst war er super eifersüchtig und dann war er derjenige halt, der eine andere sich gesucht hat. Und dadurch, dass es ich so verletzt wurde, bin ich wirklich in eine ganz, ganz, ganz tiefe Depression gestürzt. Ich habe zwar irgendwie funktioniert, aber ich kann mich noch erinnern, dass ich die Realität wirklich nicht mehr ertragen konnte. Ich wollte nur so lange schlafen, wie es nur geht. Und wenn ich nicht in der Uni war, dann habe ich geheult. Es war wirklich ganz dunkle Zeit in meinem Leben. Diese dunkle Phase dauert Monate. Bis es nach einem halben Jahr zu einer ungewöhnlichen Einladung kommt. In dieser Zeit hat mich meine Nachbarin aus dem Studentenwohnheim eingeladen, beim Bibelkurs mitzumachen. Das war so eine Art Hauskreis. Und bei dem Gotteswort habe ich dann so gemerkt, bei der Bibel, das spricht mich irgendwie an. Ne? Das tut irgendwas in meinem Inneren so. Svetlana kommt aus einem atheistischen Land. Der christliche Glaube war ihr bis zu diesem Zeitpunkt fremd. Und zum ersten Mal in meinem Leben durfte ich halt erfahren, diese bedingungslose Liebe. Das hat mich einfach beflügelt. Es war so ein befreiendes Gefühl, einfach diese Last von der Schuld, vom ganzen Schmutz, das war weg. Also ich habe das wirklich körperlich gespürt. Für mich war ganz klar, es gibt mich jetzt nur noch im Doppelpack mit Gott.
Also für mich war klar, ich werde keinen Sex vor der Ehe haben. Das war für mich wichtig. Ne? Ich wollte mich nicht noch einmal auf nur Körper reduziert haben vom anderen Geschlecht. In den darauffolgenden Jahren bleibt Svetlana alleine, trotz einiger Bekanntschaften. Ihrem Versprechen, vor der Ehe keinen Sex zu haben, bleibt sie tatsächlich treu. Allerdings mit der Konsequenz, dass Männer kein Interesse an ihr haben. Aufgrund ihrer Einsamkeit hadert sie mit Gott. Sie wird erneut depressiv und ihr Frust steigt. Ich war schon fast 30 und dieser Wunsch nach Familie kam so, das hat mich irgendwie so übermannt und überflutet. Und ich war ja schon so lange allein. Diese Zeit war wirklich auch so dunkel für mich, irgendwie perspektivlos und das wird nie irgendwie klappen wahrscheinlich. Und irgendwann kam so aber innere Gewissheit, es dauert nicht mehr lange. Obwohl es überhaupt noch gar keinen Kandidaten gab, nicht nur weit am Horizont. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann schneide ich mir meine Haare nicht mehr, weil ich möchte ja Hochsteckfrisur haben. Obwohl man denkt, so total verrückt, ne? Woher, ne? Mit dieser inneren Überzeugung beschließt Svetlana, sich bei einer christlichen Partnerplattform anzumelden. Ja, so habe ich sie bei Christ zu Christ angeschrieben und so haben wir uns dann kennengelernt und sind in Kontakt gekommen. Und dann haben wir eine Woche lang sehr intensiv miteinander geschrieben, telefoniert auch. Und ja, am Samstag stand er dann vor der Tür. Es hat einfach so gepasst, von der Art, wie wir beide denken, was wir beide für Vorstellungen haben, dass wir beide für Gott in unserem Leben etwas tun wollen, völlig auf einer Wellenlänge. Schon nach 3 Monaten heiraten die beiden. Also jede Ehe hat wahrscheinlich Höhen und Tiefen und wir haben auch so Turbulenzen erlebt. Aber was auf jeden Fall wichtig ist, dass die Kommunikation stimmt. Und da hat Gott wirklich auch Segen geschenkt, obwohl ich das vom Elternhaus nicht kannte oder nicht gelernt habe, zu sprechen über Gefühle, über die innere Welt. Die gemeinsamen Zeiten des Austauschs sind den beiden sehr wichtig. Auch Svetlanas Leistungsdenken hat sich verändert. Dadurch, dass ich ja früher so perfektionistisch war und durch die Leistung mich definiert habe, war ich sehr hart zu mir selbst. Fehler machen, das ist so wie Weltuntergang. Und mein Mann ist so gnädig. Wie Vaterherz, dass er mich einfach aus diesem Loch wieder rausholt, ne, mich ermutigt und tröstet. Und nach alledem, auch wenn es schwierige Zeiten waren, wenn ich so zurückblicke, auch diese Zeit der Einsamkeit, wo ich das als Bestrafung schon fast empfunden habe für die Treue zu Gott, bin ich Gott so dankbar für die Ehe, die ich führen darf. Dass Gott mein täglicher Begleiter ist und mich durchträgt durch schwere und gute Zeiten. Wenn ein Mensch sich als Außenseiter fühlt, kann es damit zu tun haben, dass durch irgendetwas der Selbstwert dieses Menschen erschüttert wurde. Bei Svetlana waren es zum Beispiel die Erfahrungen, die sie auf der Suche nach dem richtigen Partner gemacht hatte. Kennen auch Sie, liebe Zuschauer, das Gefühl, ein Außenseiter zu sein? Wie hat sich das in Ihrem Leben ausgewirkt? Schreiben Sie uns Ihre Geschichte oder hinterlassen Sie auf unserer Webseite einen Kommentar zur Sendung. Wer sich als Außenseiter sieht oder sich gar minderwertig fühlt, neigt dazu, sich ständig beweisen zu müssen. Dave Sheeran weiß, wie so etwas ist. Wenn es hieß, wer zahlt die nächste Runde, tat ich es. Ich wollte gemocht werden. Wenn jemand Kokain nahm, sagte ich, ich kann mehr verkraften als du. Ich wollte alle beeindrucken, selbst wenn ich mit einer Überdosis im Krankenhaus landete. Dave Sheeran tat alles, um anderen zu gefallen. Er selbst mochte sich nicht, sein Vater hatte ihn von klein auf herabgesetzt. Mein Dad hatte ein Alkoholproblem, das immer größer wurde. Er war auch tablettenabhängig und rauchte jede Menge Gras. Ständig sagte er, dass ich dumm und ein Idiot sei und nie einen Job bekäme. Oft sagte er, was ich tue, sei schwul. Mich hat das verletzt.
Ich verstand nicht, warum er mich ständig anschreit und nicht liebt. Um das zu kompensieren, wurde Dave zum Klassenclown. Ich wollte schon immer gemocht werden. Von meinem Dad, meinen Mitschülern und den Lehrern. Vielleicht würden sie mich ja mögen, wenn ich sie zum Lachen bringe. Als Teenager hatte Dave viele Freundinnen. Er stahl seinem Vater Gras und spendierte es. Ich wollte die Leere füllen, anstatt zu glauben, dass man geliebt wird, ohne Grund. Ich hatte immer was Besonderes. Mal war es eine Tüte Gras, mal lud ich alle in unseren Pool ein, weil meine Eltern weg waren. Ich hatte keine Ahnung, wer ich eigentlich bin. Mit Mitte 20 arbeitete Dave als Fahrer. Privat ging alles in die Brüche. Beide Ehen scheiterten wegen seiner Untreue und seinen Süchten. Ich habe immer gedacht, dass ich dumm bin und sowieso nie was hinbekommen würde. Ich wusste nicht, was es heißt, ein Mann, Ehemann oder Vater zu sein. Er wurde mehrfach wegen Drogen verhaftet und angeklagt. Mit Mitte 30 gab er seinen Job auf und wurde obdachlos. Das war der Tiefpunkt. Mein Essen holte ich aus dem Müll. Dann schickten meine Eltern mich zu einer Reha. Dort sollte ich wieder in die Spur kommen, aber nach 3 Tagen flog ich raus. Mit 35 wurde Dave wegen bewaffneten Autodiebstahls verhaftet. Statt ins Gefängnis schickte der Richter ihn zum Entzug zur Heilsarmee, wo sie viel von Gott erzählten. Das mit Gott nervte mich total, denn sie nannten ihn Vater. Das brauchte ich nun wirklich nicht. Noch einen Vater, der nichts von mir hält und mich verurteilt. Als Dave aus Versehen eine der Regeln übertrat und dafür hätte gehen müssen, suchte er Unterstützung bei dem Pastor. Er betete für mich und sprach mich frei von den Bindungen an meine Vorfahren und von der Macht der Sucht. Und mir wurde total heiß und ich begann zu schwitzen. Er fragte, möchtest du Jesus Christus als Herrn und Erlöser annehmen? Und ich schrie fast, ja, ich möchte Jesus Christus annehmen. Und ich lieferte mich Gott aus. An meinem tiefsten Punkt nahm ich Jesus Christus als Herrn an. Das ist er bis heute. Dave konnte bleiben und seine Sucht überwinden. Sein Glaube wuchs. Er las in der Bibel und bekam Seelsorge. Als ich Jesus Christus annahm, begann Gott, mir viele gute Menschen zu schicken. Aufrichtige Christen, die mir sehr geholfen haben. Damals begriff ich, dass Gott mir wirklich vergeben hat. Dave strebt nicht mehr danach, von allen bewundert zu werden. Heute habe ich Freunde, die nichts von mir wollen, außer meine Freunde zu sein. Toll. Dave versöhnte sich mit seinem Vater noch vor dessen Tod. Ich habe ihm vergeben, was er getan hat. Und mir wurde klar, dass er nicht an allem schuld war, was bei mir daneben ging. Ich konnte mir auch selbst vergeben. Und er auch. Zum ersten Mal nahm ich meinen Vater in den Arm und sagte, dass er stolz auf mich ist. Das hat mir viel bedeutet. Endlich zu fühlen, dass er mich liebt und stolz auf mich ist. Dave schloss sich einer Kirche an und wurde der Leiter des Obdachlosenprogramms. Anderen zu helfen, mit Hilfe des Glaubens Heilung zu finden, bedeutet ihm viel. Er arbeitet dabei auch mit der Polizei zusammen. Dave ist heute mit Sean verheiratet. Sie haben einen Sohn, Isaiah, und geben weiter, was Daves Leben verändert hat. Jesus liebt mich. Heute muss Dave seine Freunde nicht mehr dadurch beeindrucken, dass er Drinks spendiert oder Partys gibt. Denn inzwischen weiß und erlebt Dave täglich, dass er ein wertvoller und erwünschter Teil einer größeren Gemeinschaft ist. Auf dem Weg dahin hat ihm der Glaube an Gott geholfen. Mehr dazu jetzt von Andreas. Nicht dazu zu passen und deshalb ausgeschlossen zu werden, fühlt sich schlimm an. Diese Form der Ausgrenzung kommt beim Betroffenen meist als Abwertung an. Dabei ist ja überhaupt nichts verkehrt daran, nicht jede Norm zu erfüllen, sich vom Rest abzuheben oder Dinge nicht so gut zu können. Denn der Wert eines jeden Menschen als Original und Ebenbild Gottes geschaffen, liegt eben genau nicht darin,
von einer Leistung oder Fähigkeit abhängig zu sein, sondern davon, dass Gott ihn gemacht hat. David hat die Freude darüber schon seiner Zeit besungen. Wir finden seine Worte im Psalm 139. Du hast mich mit meinem Innersten geschaffen. Im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Ja, wenn wir also verstehen und begreifen, wie liebevoll und einzigartig Gott jeden Menschen gemacht hat, kommt eine Wertschätzung in unser Leben, die einen Unterschied macht, die uns nicht nur aufwertet, sondern regelrecht aufrichtet. Es ist dabei okay, wenn wir verschieden sind. Zu Gottes guter Schöpfung gehören nicht nur schnelle Raubkatzen wie die Geparde, sondern eben auch die Schildkröte, die sehr viel geruhsamer unterwegs ist. Und der Apostel Paulus betont denselben Gedanken, wenn er über die Kirche als lebendige Gemeinschaft spricht. Gott hat unseren Körper mit vielen Gliedern und Organen geschaffen und jedem Körperteil seinen Platz gegeben, wie er es wollte. Was wäre das für ein seltsamer Körper, wenn er nur aus einem einzigen Körperteil bestehen würde? Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Der Kopf kann nicht zum Fuß sagen, ich brauche dich nicht. In Wirklichkeit sind doch oft gerade die scheinbar schwächeren oder unwichtigeren Körperteile besonders notwendig. Und das zu entdecken, ist besonders für die vermeintlich Starken eine wichtige Aufgabe. Falls Sie mit dieser Thematik kämpfen und sich wie ein Außenseiter fühlen, dann ist die gute Nachricht für Sie, Gott liebt Sie, wie Sie sind. In Ihrer Einzigartigkeit gehören Sie unbedingt dazu und sind eine Ergänzung für die Menschen in Ihrem Umfeld, Ihrer Familie und Kirche. Wollen wir beten? Lieber Herr Jesus, danke, dass du sogar bewusst die Leute suchst und finden willst, die von der Gesellschaft gering geachtet werden. Und du verheißt, jeden, der zu dir kommt, nicht abzuweisen. Ach, hilf uns, unseren Wert mit deinen Augen zu sehen. Deine Liebe adelt uns. Amen. Falls Sie persönlich mit jemandem beten möchten, die Gebetshotline ist jetzt geschaltet. Für Deutschland wählen Sie 040 1818 8800. Für Österreich lautet die Nummer 0049 40 1818 8800 und für die Schweiz 044 57 50 270. CBN kümmert sich in humanitären Projekten weltweit um Bedürftige und Menschen in Not. Medizinische Hilfe, Versorgung mit Medikamenten und kostenlose OPs helfen so Menschen, die sich einen Arztbesuch normalerweise nie leisten könnten. So war es auch bei zwei kleinen Maasai-Jungen aus Tansania. Die Cousins Samuel und Asinari wohnen in einem Maasai-Dorf in Tansania. Als sie laufen lernten, bemerkten ihre Eltern, dass etwas mit ihren Beinen nicht stimmte. Laufen fiel ihnen schwer. Manchmal stürzte mein Sohn Samuel, hielt seine Beine und schrie auf vor Schmerz. Etwas stimmte gar nicht. Aber wo sollte ich Hilfe finden? Als ein Einsatzteam, das von Operation Blessing unterstützt wird, das Dorf besuchte, erfuhren die Eltern vom Hilfsprogramm des Plasterhaus. Nach einer langen Fahrt kamen sie zur Klinik und Operation Blessing bezahlte beide Operationen. Es ist ein Wunder. Ihr habt unseren Kindern geholfen. Euretwegen können sie jetzt normal leben. Ich würde euch jetzt gern alle hier bei mir begrüßen, um euch persönlich zu danken. Ich bete, dass es euch in allem gut geht. Echt süß, die zwei Jungs. Absolut. Und durch diese kostenlosen OPs können sie jetzt hüpfen und rennen wie jedes andere Kind. Und sie können ganz normal aufwachsen. Ja, liebe Zuschauer, wenn Sie sich an solchen humanitären Projekten beteiligen möchten oder wenn Sie diese Sendung unterstützen möchten, damit wir auch weiterhin erzählen können, wie Menschen Gott erleben, dann werden Sie Partner von CBN. Alle Infos dazu finden Sie auf der eingeblendeten Website. Und weitere Kontaktmöglichkeiten gibt es auch am Ende der Sendung. Ja, liebe Zuschauer, heute haben ja drei Menschen davon erzählt, wie sie von ihrer Rolle als Außenseiter zu einem wirklich erfüllten Leben gefunden haben.
Und vielleicht kennen Sie das ja aus Ihrem Leben, dass man sich manchmal einfach nicht dazugehörig fühlt. Und in solchen Momenten tut's gut, wenn man mit jemandem beten kann. Also herzliche Einladung an dieser Stelle, rufen Sie doch einfach die Gebetshotline an. Und wir freuen uns natürlich, dass auch Sie dazugehören zu unserer Zuschauerschaft und dass wir mit Ihnen verbunden sind. Auch, dass Sie für uns beten, uns finanziell unterstützen. Das ist eine große Freude. Und damit sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke, dass Sie dabei waren. Machen Sie es gut. ErlebTV ist eine Sendung von CBN und finanziert sich vor allem durch Spenden. Möchten auch Sie ErlebTV unterstützen? Dann spenden Sie und beteiligen Sie sich so an der Herstellung weiterer Folgen. Alle Infos dazu finden Sie im Internet. ErlebTV – wenn Menschen erzählen, was sie mit Gott erlebt haben.